Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fast and Furious 5 zum Part 4, jetzt mittlerweile schon. Ja, vielleicht, keine Ahnung, habt ihr gehört, dass am Samstag, in Samstagnacht, jemand gestorben ist. Jemand, der in diesen Filmen hier eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Und das ist diese Person hier, Paul Walker. Die Hauptperson in allen Fast and Furious Filmen, also in 5 von 6. Ich weiß nicht genau, in welchem er nicht gespielt hat. Auf jeden Fall ist er jetzt tot und ja, das nimmt mich halt schon ziemlich mit. Ja, ich finde es ziemlich traurig. Er war erst 40 Jahre alt. Ja. Aber es passiert halt. Ein Autounfall und einmal zu schnell gefahren. Und schon ist es vorbei. Ja, aber wir spielen jetzt mal hier im Game. Kapitel 4. So, Zeitrennen. Sollen wir mal ein Driftrennen machen? Machen wir mal ein Driftrennen. So in. Oh nein. Das wollte ich nicht. So in Gedanken oder in Erinnerung an Fast and Furious 3 Tokyo Drift. Oder? Also da, dir stehen keine Nitro Boosts zur Verfügung. Du wirst aber in der Lage sein, den maximalen Driftwinkel doppelt so lange beizubehalten, bevor du die Kontrolle über dein Fahrzeug verlierst. Möglich in Driften, Normal- und Zeitrennen. Ja, nehmen wir am besten gleich mal das. Was ist denn das hier noch? Ja, das ist hier gar nicht möglich. Okay. So. Dann starten wir jetzt mal so ein Driftrennen. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Ja. Vielleicht nehmt es euch auch so mit wie mich. Jetzt hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich so mitnehmen würde, dass Paul Walker gestorben ist. Aber Entschuldigung. Ja, es ist wirklich traurig, finde ich. Denn ja, es gibt halt keine Filme mehr mit ihm. Und ich finde, er war einfach die perfekte Person für den Brian O'Connor. Ja, also ich kann es einfach glauben. Da ist als Beifahrer ist er gestorben. Es ist wirklich schlimm. Ah, wir haben den ersten Platz schon erreicht. Sehe ich gerade. Und dann müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen, aber wir können halt noch ein bisschen Geld verdienen. Driften. Das darf ich nicht. Aber ja. Eigentlich war der Tod von Paul Walker der einzige Grund, weshalb ich hier überhaupt nochmal. Wow. Was? Aha, okay. Weshalb ich hier nochmal eine Folge jetzt rausbringe. Denn eigentlich wollte ich mich jetzt vor allem mal auf die Ski-Challenge konzentrieren. Aber ja, ich meine, ich muss ja irgendwie über Walkers Tod reden.
denn das ist ja tragisch halt. Und ja, glaube es nicht. Als Beifahrer einfach so zu sterben. Der andere, der ist, sei einfach viel zu schnell gefahren und die Straße war sowieso schon von Schlaglöchern übersät wahrscheinlich. Und ja, also es war einfach Fahrlässigkeit. Und es gibt ja so einen Verdacht, dass es ein illegales Straßenrennen war. Ich persönlich glaube das nicht so ganz, denn ja, also es wäre jetzt doch ziemlich absurd. Ich nehme an, das haben die Medien das haben dann einfach alle gesagt, weil das so speziell wäre dann. Oh, da steht so ein ganzes Hochhaus an. Hochhaus. Nein, Hochhaus. Ach ja, mein Deutsch. Also immer noch die beste Sprache, die ich kann. wo war ich jetzt stehen geblieben? So, verlieren wir mal wieder die mit den roten Farben. Ah, und weshalb man hier nicht durch diesen Dings da kommt. Oh, das Taxi fliegt mal ein bisschen weg. Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Straßenrennen gewesen war. Denn ja, wie gesagt, es wäre mir ein bisschen zu absurd. Und ja. Aber ja, ich habe keine Ahnung, weshalb das passiert ist. Vielleicht war der Fahrer halt einfach betrunken. Ich meine, kann ja auch sein. Kann ziemlich gut sein. Ich sag, ah, das nervt mich. Das nervt mich, dass man wegen sowas gleich oder so Totalschaden macht. Es passiert jetzt ziemlich häufig, dass jemand Betrunkenes dann zu schnell fährt und dann halt stirbt. Ja. Aber irgendwie müssen dann schon beide betrunken gewesen sein, denn ich glaube nicht, dass Paul Walker so einer war, der das noch gern gehabt hat. So ein bisschen als Risiko zu fahren. Ich meine, klar gibt es diese Filme, aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, im echten Leben war er ein sehr vernünftiger Mensch. Ja, ich kann nicht glauben, wie schade ich das finde. Es sagen alle von der Schule so, es ist dann übrigens auch noch ein anderer, es sind zwei gestorben, nicht nur. Wow. Ja, war ja klar, oder? Nicht nur Walker. Aber ja, man kennt den anderen ja auch nicht, gar nicht. Und der hat wahrscheinlich auch nicht viel mit Film zu tun gehabt. Und ja, jede Person, die halt irgendwie mit Film zu tun hat, ist mir ziemlich wichtig. Denn Film ist praktisch mein Leben. Also, das ist übertrieben, aber ich liebe Filme halt. Und wenn es keine Filme mehr gibt, dann, ja, also das wäre ja ziemlich das Schlimmste. So, was wollen wir jetzt noch machen? Wir müssen noch ein Rennen gewinnen. Machen wir entweder Elimination oder Zeitrennen.
Machen wir Elimination. Das ist doch ganz gut. Gehen wir noch schnell in den Untergrundmarkt. Das wäre da auch. Mal schauen. Das sowieso nicht. Dragster. Drift. Oh, du hältst eine zusätzliche Wiederholung, verlierst aber ein nie. Nee, das ist nicht gut. Vollgas. Du erhältst einen zusätzlichen Nitro-Boost, verlierst aber eine Wiederholung, mögliche Normal-, Eliminations-, Drift- und Zeitrennen. Das ist ja eigentlich alles. Eigentlich auch jedes Rennen, habe ich das Gefühl. Zwei Wiederholungen. Ja, es wird schon reichen. So. Okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal das Thema Walker beiseite. Auch wenn es schwierig ist, finde ich. Aber es ist besser, ist besser. Reden wir doch irgendwie. Ja. Über den Ski-Weltcup. Also den realen, nicht die Ski-Challenge. Also, da hat ja Lara Gut letzte Woche in, wo war das? In Beaver Creek zweimal gewonnen. Und dann beim, also im Super-G und im. Und in der Abfahrt war dann im Riesenslalom sehr gut unterwegs, schied dann aber leider aus und dann Golden Eagle, ein Steilmann des Golden Eagles. Ja, schade, aber ich meine, jetzt hat sie drei Rennen bisher gewonnen. Das ist einfach eine unglaubliche Bilanz. Das sind jetzt dreimal so viele Siege wie letztes Jahr das ganze Frauenteam hatte. Wow, wie Trip, ja. Okay, so jetzt warte ich aber mal kurz. Denn es kann ja nicht sein, wenn die gar nicht mehr. So, ich kann fangen mit der ganzen Größe. Okay, zack. Der wird jetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, wieso, wieso? Oh. 22, 20. Kann sein. So, 15. Das geht doch. Zeig mir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es ist so knapp. Zack, ja! Wow, das war ja unglaublich knapp. Nie eine Sekunde hätte ich noch gehabt. Okay, dann mal zurück zum Weltcup. Der Ski-Weltcup. Da läuft es ja bei den Frauen, wie gesagt, unglaublich gut. Und bei den Männern ziemlich genau das Gegenteil. Ich glaube, der beste Schweizer. O'Connor, Oh. this is Han, best drifter outside of Tokyo. You want me to help you take down some big shot Escobar type? Are you crazy? I thought you liked crazy. Oh, let me rephrase. Are you stupid? We can do this. Prove it. Race me. You win, I'm in. Nice tooth.
Und er stirbt im dritten Teil. Aber er lebt dann eben wieder. Das ist. In einem Film kann man das machen, oder? Der kann dann wieder auferstehen, aber im realen Leben kann das nur Jesus. Wobei, der ist ja auch schon tot. Also, wie gesagt, bei den Männern läuft's ja immer noch nicht wirklich. Wobei, letztes Wochenende in Lake Louise, ah, hier muss man driften im Film. Das weiß ich noch vom Einfahren. Ja, dass man hier driften muss. Das ist irgendwie logisch, es ist ja Hongkong und Tokyo Drift oder ihr wisst ja. ja genau. Den Männern läuft es eigentlich gerade überhaupt nicht. Aber sie haben, wie gesagt, das letzte Wochenende in Lake Louise. Da, ich weiß nicht, ob es der Super G oder eine Abfahrt war. Oh, da kann man durch. Den Dings. Nee, kann man nicht. Wenn man driftet, vielleicht. Ja, egal. Da war. Oh, ich hab vergessen, wie er heißt, aber der Glaner. Patrick Kühn, genau. Kühn. Der wurde Fünfter. Bert Voigt wurde irgendwas 12. oder 13. Dann Carlo Janka 4. Also einfach ein Platz hinter Voigt. Und dann waren hinter den beiden nochmal einer. Ich weiß nicht mehr. Welchen Platz habe ich jetzt erreicht? Ich habe nicht geschaut. Erster. Ja, so langsam kann ich ja wirklich gut da so driften. Und jetzt kommt die Story. Not bad. Not bad at all. So are you in? Where do I sign? Okay, der Han, der scheint jetzt mitzumachen. Das ist ja sehr gut. Ne? Ziemlich überzeugt ist er. Ja. Okay, aber weiter bei Männerweltcup. Wie gesagt, beim einen Rennen war es sehr erfreulich. Beim anderen Rennen, glaube ich, wieder weniger. Ja, das war's dann auch. Von dieser bisherigen Schweizer Weltcup-Bilanz. Und das war's jetzt auch von diesem Video. Wir sehen uns bei Part Nummer 5 von Fast and Furious 5 oder beim nächsten Part der Ski Challenge. Bis dann.